Ich habe mir letztens meine Jungs gepackt und wir sind nach München gefahren, um dort ein paar Foodspots abzuklappern. Was dort alles passiert ist und wo es ein All-You-Can-Eat-Fleischbuffet gibt, erfährt ihr in diesem Video. Der erste Spot ist natürlich ein Smashburger. Eigentlich ist ja der beste Burger, den ich je gegessen habe, in der American Burger Bar in Unterhaching. Dazu auch gerne mal das Video abchecken. Ich habe nämlich in 24 Stunden alle Burger von der American Burger Bar gegessen. Türkic hat schon mehrere Jahre in München einen Dönerladen, doch jetzt haben sie vor ein paar Monaten auch einen Smashburger-Laden aufgemacht. Mal sehen, was ein Double Cheeseburger bei denen so kann. Also, wir sind hier bei Türkic. Hier gibt's Smashburger. Man sieht hier, das Fleisch ist smashed. Da drin ist Käse, Gürkchen, Zwiebel, Senf, Ketchup. Man sieht dich halt instant, Werner, gell? Moin. Das Björschbann ist crunchy. Das Fleisch ist auch crunchy an der Kruste. Ja, das ist crunchy, aber komplett. Kritikpunkt, unten ist keine Soße. Das ist ein Kritikpunkt. Aber ansonsten, glaube ich, kann man den Burger schon machen. 7/10. 7,5/10. Ja. Ist ein gutes Ding, kann man machen. Besser als ein normaler Burger auf jeden Fall. Leider kein American Burger Bar Burger, nein, weil der ist immer noch 10/10. Aber schmeckt. Ich will jetzt keine Pulle machen. So, also, der Wagen wurde erfolgreich abgestellt. Und nun wird der Key entsorgt. Lebe wohl. Oder fahren wir nochmal eine Runde? Nein. Zurück. Fahren wir nochmal eine Runde. Ja, mach es. Fahren wir nochmal. Drop rein. Mach es. Tu ihn rein jetzt! Nein! Jetzt schieben wir hier den Lachs zu. Und? Oh nein! Und jetzt noch die Vape rein! Und was kommt nach was Herzhaftem? Natürlich was Süßes. Hallo Leute. Ich muss leise reden. Hier sind ganz viele Leute. Digga, halt mal den Schnauze. Wir sind bei Schokolab. Hier gibt's Kaffee und Kuchen. Ich habe hier Kaffee und Kuchen. Ich habe hier einen Pistazien-Creme-Kuchen. Ich schneide den mal jetzt hier an. Er wartet am besten so. Ich schneide ihn hier an. Mmmh. Der Pistazien. Oh nee. Schau dir das an, das ist grün. Junge, Bruder. Das ist grün hier. Mhm. Mit Pistazienstückchen noch innen drin. Mmh. Dazu Cappuccino. Cappuccino! Der Laden, du kannst hier eigentlich auch wählen zwischen irgendwelchen Törtchen, Cheesecakes, Keksen, verschiedene Kuchensorten, alles mögliche. Eis haben die auch. Und unter anderem ist hier ein Bueno-Törtchen. Wie hieß das? Bueno? Bueno-Törtchen, ja. Einmal Bueno-Törtchen. Oh mein Gott. Der ist komplett covered hier. Oh mein Gott. Achtung. So ist das Ding hier. Jo. Checkt man schon. Checkt man? Ja. Das ist ein kaltes Törtchen mit Schoko ummantelt, aber irgendwie zu sahnig. Und das ist Tomate. Zu viel Schlagobers meinst du, oder? Schlagsahne. Du isst Haare. Schlagobers, aber das ist ein Brett mit Pistazienstückchen drin. Hier das grüne Pistazie, geil. Mit einem Cappuccino kannst du gar nichts falsch machen. Super. Nach der kleinen Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen musste ich auch mal die Tesla Experience über mich ergehen lassen. Finden Sie die Tesla Experience? Ich liebe das. Das ist einfach nur schön. Du musst hier draufhalten und dann gebe ich Vollgas! Nein. Vollgas! Was machst du als nächstes? Vollgas? Ja, nein, kein Vollgas. Vollgas? Nein, bitte kein Vollgas. Schau mal, er hat sogar das Fahrrad erkannt. Er hat alles erkannt. Digga. Hier, Ampel rot erkennt er. Er kennt alles, Mann. Tesla ist es hier, Digga, hold. Werner, gut, dann leg aber Ace. Steht mir, oder? Steht mir das auch, oder? Ja, man sieht dich schon, alles gut. Fick mal Mutter von Gas. Nein. Ich fick Mutter von Gas. Ey, Junge! Und mit dem Tesla ging es dann zum brasilianischen All You Can Eat. Die Churras Carilla. Ich möchte eine normale Glimmstängel-Zigarette. Schon mal herzlich. Ich lasse es drin. Das System dort ist so aufgebaut, dass du ganz normal à la carte bestellen kannst oder auch das Buffet bestellen kannst. Es gibt in dem Restaurant ein kleines Buffet für Beilagen und Salate. Doch die Hauptmahlzeit, das Fleisch, wird von den Angestellten bereitgestellt. Und zwar laufen diese mit mehreren Spießen von verschiedenen Fleischsorten durch das Restaurant, gehen dabei von Tisch zu Tisch. Und falls du eine bestimmte Fleischsorte haben willst, dann sagst du das denen und die schneiden es ja dann einfach runter. Es war ein bisschen kostspieliger, aber hey, dafür kannst du so viel Fleisch essen, wie du willst. Also gar nicht so schlecht. Das Prinzip hat mir echt gut gefallen. Außerdem hat man eine Karte auf dem Tisch liegen, die auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite grün ist. Rot heißt für die Kellner, okay, der Tisch braucht kein Fleisch. Bei grün kommen die immer zu dir zum Tisch und geben dir Fleisch, wenn du magst. Dieses Fleisch ist Filet, Bruder. Was, das Rose, ne? Ja, das ist Filet. Nee,
lecker. Oh, ist das gut. Wir sind hier, haben hier Filet, wir haben hier Pute, wir haben hier irgendein Würstchen. Hier ist Chicken, Brot, hier Beilagen, wir haben hier Chiburek, wir haben hier Reis, wir haben hier einen Salat, wir haben hier Böhnchen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Yes, 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 stip, stibidi dip, stibidi double, 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 yes.